Das Leben ist für die Freude da. Es berührte mich sehr, als mir Maike, eine Frau, die ich vor einiger Zeit kennenlernte, von ihrem Sohn Max erzählte. Im Alter von 13 Jahren war Max im Jahre 2007 gestorben. 21 Monate hatten Max und seine Familie gegen den bösartigen Tumor im Bauchraum gekämpft, hatten gehofft und am Ende dann doch verloren. Gleichzeitig, so sagt Maike heute, gab und gibt es jedoch auch so unglaublich viel, was sie gewonnen haben in dieser Zeit. Das Leben ist für die Freude da, ist eine Erkenntnis, die Max in den letzten Wochen seiner Erkrankung seiner Mutter mitteilte. Diese und so viele weitere seiner weisen Worte bereichern Maikes Leben und das Leben ihrer Familie bis zum heutigen Tag. Im Sterben liegen und sich auf die Freude besinnen, passt das denn zusammen? Vielleicht ist es ja genau das, was wir lernen dürfen. Wir alle wissen, dass das Leben vergänglich ist. Der Gedanke daran macht uns traurig und wir denken oft lieber nicht so genau darüber nach. Was aber, wenn der Tod einer der größten Lehrmeister in Sachen Lebensfreude für uns sein kann? Was, wenn wir in dem Nachdenken über die Endlichkeit die Antwort auf so viele Fragen unseres Lebens bekämen? Was, wenn wir hier den Sinn finden, nach dem wir schon so lange suchen? Was, wenn wir hier Kraft tanken können für das, was auf unserem Weg noch auf uns wartet? Der heutige Abend lädt ein, diesen Fragen genauer auf den Grund zu gehen. Berührende Lieder, Texte, kleine Geschichten und Gedankenimpulse nehmen dich mit auf eine Entdeckungsreise. Eine Reise, die stärkt und in die Richtung führt, in der wir das finden, was uns inneren Frieden und eine wohltuende Seelenruhe schenkt. Denn das Leben ist für die Freude da. Ich will